Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und ungewohnt, glaube ich, wenn das Video noch nicht im Stall startet. Bevor ich in den Stall fahre, werde ich jetzt mich einmal von meinen Haaren verabschieden. Für mich geht es zum Friseur, einmal Spitzen schneiden, wobei Spitzen schneiden bei mir immer sehr großzügig ausfällt, weil meine Haare einfach immer so schnell kaputt werden und dass sicher die Haare wieder um einiges kürzer werden, aber Hauptsache sie sind wieder ein bisschen gesünder, weil... Ja, so ist echt schon ziemlich viel Stroh, was hier nach unten hängt. Ja, dann würde ich sagen, labere ich auch gar nicht lange rum und wir sehen uns mit kürzeren Haaren dann im Stall wieder. So, tada, hier bin ich wieder und zwar mit richtig kurzen Haaren wieder. Also ich hatte nicht unrecht, es musste wirklich einiges wieder abgeschnitten werden, aber ich habe mich ja schon drauf eingestellt, weil die Haare einfach schon wieder sehr, sehr kaputt waren. Ich habe leider das Pech, dass ich eine sehr schlechte Haarstruktur habe. Das habe ich jetzt auch schon von sehr vielen Friseuren bestätigt bekommen. Aber ja, es soll in diesem Video jetzt nicht um meine Haare gehen. Ich werde mich jetzt einmal umziehen, weil das ist definitiv kein Stallhoodie. Den hatte ich jetzt nur zum Haare schneiden an. Und außerdem ist es irgendwie auch echt kalt, also dann gleich mal rein in die dicke Winterjacke. Und ja, dann werde ich mir einen Pilgrim schnappen und dann schauen wir mal, was wir heute so machen werden. So, ich habe mich jetzt einmal direkt gleich beim Auto umgezogen und habe hier Kamerarucksack umgehängt, dann ein frisches Halfter von zu Hause, frisch gewaschener so Mikrofaser-Putzhandschuh und diese Kadetsche hatte ich unabsichtlich mit nach Hause genommen. Keine Ahnung, was ich mir dabei wieder dachte. Pferdis stehen hier auf der Koppel, sehe ich gerade. Das ist so cool, wie lange die heuer einfach draußen stehen können. Apropos heuer. Heuer, da hat mich letztens über Instagram jemand gefragt, was denn heuer bedeutet. Und ich dachte mir so, hä? Ist heuer kein normales Wort? Heuer heißt dieses Jahr. Heuer. Halt. Als allererstes werde ich dem Pilgrim gleich sein Futter zubereiten und hier sind jetzt schön Heu und Pferdekops drin und hier habe ich jetzt ungefähr eine halbe Schaufel Mesh. Das kommt jetzt auch drauf und das Ganze wird dann mit heißem Wasser aufgekocht. City lights are making me wanna be something else than I'm meant to. Spending time reminiscing of what it used to be, not letting go. Ich bin heute irgendwie total in Oliv ausgestattet, bin ich drauf gekommen. Pulli, Jacke, Stirnband und Halfter. Es geht nicht. Normalerweise müsste das alles in Rot sein. Und ich schaue jetzt gleich mal, ob ich den Pieps hier unten wo entdecke, in einem Heuständer. Wäre ja nicht ganz so abwegig. Oder ob er wieder oben, irgendwo ganz hinten in der Koppel steht. In der Koppel, auf der Koppel. In der Koppel drinnen. Na, na du kleine Ostwind, wir haben seit ein paar Monaten ein neues Pferd und ich finde, der Kleine hier schaut einfach aus wie Ostwind. Du bist Ostwind, ja? Du bist der Ostwind. Du bist nämlich so süß. Aber, nee, kein Pilgrim hier. Das heißt, ich darf einen Ausflug auf die Koppel machen. Yay! Pilgrim will einfach, dass ich mich ein bisschen mehr bewege. Oh, schaut mal. Dass ich hier gleich im Koppeleingang einmal schon wälzt, Apachoho, oh Gott, lies es. Na, Leute, kommt sie runter vor der Koppel? Ja, ich hätte sie den Bibi mitnehmen können, das war cool gewesen. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me. Und ich bekomme vom Pilgrim hier immer eine ganz nette Begrüßung. Er ignoriert mich nämlich einfach immer und grast weiter. Also der Wetterbericht hatte eigentlich sonnig gemeldet, aber wenn man sich so umschaut, so Sonne, sieht ein bisschen anders aus. Ich hoffe, vielleicht
Vielleicht zieht sich der Nebel noch ein bisschen zurück und die Sonne kommt durch. Das wäre schön, Goldmaß. Aber ich fürchte, ich habe den Mini ja gar nicht mehr eingeflochten. Hoppale, wir haben das letzte Mal nämlich, ja, ich greife die eh nicht an, ich kuschel die eh nicht ab, Bulli. Wir haben das letzte Mal, vorgestern nämlich, Fotos gemacht und da hat er die Mähne offen und ich bin nach einem Fotoshooting immer zu faul, um die Mähne wieder einzuflechten. Das könnte ich eigentlich heute machen, wenn noch Zeit bleibt. Ja, so, und ich erzähle heute irgendwie so viel sinnloses Zeug. Jetzt dazu entschieden, dass wir heute etwas klassische Handarbeit machen werden. Ich versuche das auch immer ins Training einzubauen. Einmal die Woche meistens fix, manchmal auch zweimal die Woche. Und deshalb gehen wir zum Aufwärmen jetzt noch, komm, also vorwärts, vorwärts. Eine Runde ins Gelände und ich achte da, dass gerade wenn wir zum Aufwärmen ins Gelände kurz gehen, dass wir wirklich einen flotten Schritt gehen, dass es auch zum Aufwärmen dient und nicht so zum entspannten Spaziergang. Aber trotzdem irgendwie nur am Halfter. Schaut mal, wen ich heute mit habe. Eine kranische Raffe. Und warum? Mir wurde jetzt nach dem Spazierengehen direkt ein bisschen warm, deshalb Stirnband und Winterjacke aus. Und wir haben echt Glück, denn ich wurde gerade gefragt, ob wir die Stangen hier in der Halle brauchen. Und habe mir gedacht, die können wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen ins Training einbinden. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stangen noch zur Verfügung. Und ja, der Pilgrim, wenn wir schon stehen, der Pieps hat jetzt seinen Kapzahn drauf. Denn in letzter Zeit machen wir die klassische Handarbeit eigentlich vor allem am Kappzaum. Die kann man ja auch genauso mit Zaumzeug machen und mit den Zügeln. Aber wie gesagt, wir machen das in letzter Zeit immer vermehrt mit dem Kappzaum. Ja, aufgewärmt sind wir also, let's go! Damit ihr einmal ein bisschen besser nachvollziehen könnt, wieso, weshalb wir welche Übungen machen, habe ich mir gedacht, kommentiere ich euch unser heutiges Training einfach nochmal. Ich starte ganz gerne mit dem Untertreten lassen bzw. mit dem Schulter rein auf relativ kleinem Zirkel. Dabei geht es einfach darum, dass der Pilgrim mit seinem inneren Hinterbein wirklich deutlich unter seinem Schwerpunkt tritt, etwas, das ihm sehr, sehr schwer fällt, vor allem auf seiner schlechten Hand. Er ist dabei relativ weit auch nach innen gestellt und es ist wirklich wichtig, dass er sich hierbei im Genick nicht verwirft und sein Kiefer schön gerade hält,
Deshalb seht ihr, helfe ich ihm hier zwischendrin auch immer mal wieder mit meinen beiden Händen am Kappzaum, damit er wirklich seinen Kopf schön gerade hält und sich, wie gesagt, nicht verwirft. Die ganze Übung kann man natürlich nicht nur im Schritt, sondern auch im Trab machen. Ja, hier gilt gleiches Prinzip. Dabei machen wir meistens auch nur immer kurze Trab-Einheiten, weil ihm das schon noch relativ schwer fällt, das Ganze schön und ordentlich zu halten. Wir haben es auch das erste Mal ausprobiert, dass wir quasi diese Übung mit dem Untertreten lassen, mit ein bisschen Longieren bzw. Stangenarbeit kombinieren. Das heißt, ich lasse ihn dann quasi hinaus, einmal über die Stangen drüber und so wie das halt ist, wenn man etwas das erste Mal macht, ist es meistens am Anfang ein bisschen Chaos und ein bisschen Wurstel. Also ihr seht, das ist jetzt keine schöne Haltung, in der der Pilgrim hier gerade drüber gelaufen ist. Aber hier bringe ich einfach wieder Ruhe rein, schaue, dass wir wirklich im Schritt wieder ein ordentliches Untertreten haben und dann auch stehen und loben. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass wir zwischendrin immer wieder Pausen einbauen. Ja, und hier habe ich dann einfach ein bisschen herumgeswitcht, ihn immer mal wieder untertreten lassen, quasi im kleinen Zirkel und dann zwischendrin wieder über die Stangen, dann wieder eingefangen, wieder untertreten lassen. Mir ist es einfach wichtig, dass wir, wenn wir was machen, dass wir einfach kein fixes Schema haben und ich mein Pferd jetzt hier 20 Minuten nur im Kreis irgendwie um mich herum longiere, sondern wir nutzen auch wirklich immer die ganze Halle, wir nutzen alles, wenn schon was da liegt, an Stangen, was man einbauen kann, einfach damit die Einheiten so abwechslungsreich wie möglich werden. Und damit einfach der Spaß an dem Ganzen auch nicht dran verloren geht. Ich arbeite dabei auch immer in relativ kurzen Einheiten und mache dazwischen einfach immer auch wieder kurz Pause. Und hier ist es mir wirklich wichtig, hier sieht man das ganz gut, dass der Pilgrim in den Pausen wirklich entspannt, dass er den Kopf tief nimmt, dass er abkaut und dass man so immer wieder Ruhe ins ganze Training reinbringt. Eine Übung, die ich liebe und die auch wirklich sehr effektiv ist, ist Rückwärtsrichten. Bergauf, bergab im Gelände, die ganze Halle entlang, weil beim Rückwärtsrichten sich das Pferd wirklich schön zusammenschieben muss, auf den Poppes setzen muss und das ist gerade für den Pilgrim und seinen nicht so guten Rücken sehr gut und dann sind wir aus dem Rückwärts in einem Schulterrein angegangen. Generell arbeite ich bei der Handarbeit sehr viel mit Seitengängen und ich muss auch dazu sagen, dass die Handarbeit keine Sache ist, die ich mache, weil sie mir so Spaß macht, sondern das ist eigentlich wirklich etwas, das ich mache, weil ich weiß, es tut dem Pilgrim gut. Damit können wir ihn vom Boden einfach optimal fördern. Der Pilgrim ist, sein Körperbau ist leider zum Reiten nicht ganz so optimal, weil er einfach sehr lange ist und es ihm sehr schwer fällt, wirklich ordentlich unterzutreten und dabei seinen Rücken aufzumachen. Und das fällt ihm vom Boden gerade bei der Handarbeit einfach viel, viel leichter als unter dem Sattel. Bei den Stangen baue ich dann natürlich auch immer mal wieder Schritt-Trab-Übergänge ein, damit auch, wie gesagt, hier einfach Abwechslung reinkommt. Dann haben wir noch einmal wieder Rückwärtsrichten gemacht. Und hier ging es jetzt darum, dass unsere Beinchenhebübung sozusagen, also der Pilgrim soll quasi diagonal Vorder- und Hinterbein gleichzeitig heben. Das ist eine Übung, da ist er immer total übermotiviert und hier sieht man es auch. Also es ist auch eine Übung, die ihn mental sehr fordert, also nicht nur körperlich, weil er sich hier wirklich schön zusammenschieben muss, sondern auch geistig, damit er hier wirklich immer diagonal seine Beine hebt, was ja normalerweise im Schritt nicht der Fall ist. Zum Schluss haben wir dann noch das Stangen-L mit eingebaut, das lag ihm auch schon in der Halle, das haben wir natürlich gleich genutzt, das haben wir am Anfang im Schritt vorwärts gemacht. Und dann natürlich auch rückwärts. Das ist zum Beispiel eine Übung, die haben wir gerade in unserer Kennenlernphase am Anfang sehr, sehr oft gemacht, weil es einfach total lustig ist, weil es nicht nur fürs Pferd fordernd ist, sondern auch für den Menschen, dass man mitdenken muss, okay, wo muss jetzt das Pferd den nächsten Schritt setzen? Und das ist auch eine Übung, die macht ihm nach wie vor noch sehr viel Spaß. Ja, und das war es auch schon mit unserer Einheit. Zum Schluss, wie immer, natürlich einmal noch Hufe auskratzen. Und das war unsere Handarbeit, Longier, Zirkuslektionen und Bodenarbeitsstunde für heute. So, wir sind jetzt fertig mit Handarbeit. Irgendwie wurde es dann doch auch eine Mischung aus Handarbeit, Longieren und dann noch irgendwie Zirkuslektionen einbauen. Pilgrim steht jetzt hier unten schon am Putzplatz und der bekommt jetzt das Futter, das ich ihm hergerichtet habe. Das konnte jetzt in der Zwischenzeit wirklich schön einziehen und müsste auch noch warm sein, aber ich glaube, ich gebe sogar noch ein bisschen Wasser dazu, damit das noch ein bisschen flüssiger wird. So ist es fast ein bisschen fest geworden.
Und hier haben wir bestimmt, oh ja, perfekt, noch einen Apfel. Den gibt es jetzt zu seinem Apfelmesh natürlich noch dazu. Und immer wenn der Pilgrim von mir irgendein Obst, Gemüse oder hartes Brot bekommt, muss ich immer vorher einmal abweichen. Mist. Daneben geworfen. Ich muss ja prüfen, ob das alles so schmeckt. Nicht, weil ich immer Lust habe zu snacken. Nein. So, dann der Pilgrim steht jetzt wieder im Stall. Die Koppeln sind noch immer offen, falls man das erkennen kann, dass die Pferde hier draußen stehen. Und ich habe gerade einen Anruf von meinem Papi bekommen, dass der sein Auto demnächst braucht. Das heißt, ich werde mich jetzt auf den Weg nach Hause machen. Die Mine flechte ich einfach irgendwann ein anderes Mal ein. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Die Sonne ist bis jetzt nicht rausgekommen, obwohl der Wetterbericht sonnig meldet. Jetzt aktuell sonnig. Wo? Aber ist ja komplett egal. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus!